Wenn ihr zu den Sternen am Nachthimmel hinaufschaut, starren die Sterne dann zurück? Darüber kann ich euch nichts sagen, aber ich kann euch sagen, was sie zum Funkeln bringt, was ein Eimer Wasser mit ihnen machen kann, warum sie 5 Zacken haben und was ihr mit einem Stern gemeinsam habt. Wie viele Sterne kann man am Nachthimmel sehen? Jedes Liebeslied und jedes Gedicht, das jemals geschrieben wurde, wird es euch sagen. Millionen. So romantisch es auch ist, es ist einfach nicht wahr. Nur wenn ihr ein gutes Sehvermögen habt und keine Wolken oder Lichtquellen, einschließlich des Mondes, in der Nähe sind, werdet ihr etwa 2000 Sterne auf einmal erkennen können. Je dunkler der Himmel ist, desto mehr Sterne werdet ihr erblicken. Bei Vollmond oder in einer Großstadt mit viel Licht werdet ihr nur etwa ein Dutzend der hellsten Sterne sehen können. Funkeln Sterne wirklich? Das sieht nur so aus. Vor allem, wenn sie sich in der Nähe des Horizonts befinden. Denn die Erdatmosphäre ist daran schuld. Sie hat Schichten von unterschiedlicher Dichte. Wenn das Licht eines Sterns durch diese Schichten reist, wird es umgelenkt und verändert seine Farbe und Intensität. Was ihr also seht, ist ein Stern, der aussieht, als ob er funkelt, obwohl er es gar nicht tut. Wenn man einen gigantischen Eimer Wasser über einen Stern gießen würde, würde es ihn auslöschen? Selbst wenn man einen Weg finden würde, einen so großen Eimer Wasser in den Weltraum zu bekommen, würde man keinen Stern damit auslöschen können. Ganz im Gegenteil, es würde ihn noch heller leuchten lassen. Hohe Temperaturen und ein hoher Druck in seinem Kern bringen einen Stern zum Brennen. Wenn man all den zusätzlichen Wasserstoff und Sauerstoff hinzufügt, aus dem Wasser besteht, würde man den Stern nur noch größer und seinen Kerndruck höher machen. Haben alle Sterne dieselbe Farbe? Es scheint so zu sein, wenn man sie von der Erde aus betrachtet, aber in Wirklichkeit gibt es sie in verschiedenen Farben. Jedes erhitzte Objekt ändert seine Farbe, wenn es heißer wird, sodass der Farbton eines Sterns davon abhängt, wie heiß er ist. Die heißesten sind blau, weiß, gelb und orange sind etwas weniger brennend und die kältesten sind rot und bräunlich. Okay, machen wir mal eine kleine Pause. Nehmt doch mal ein Blatt Papier und zeichnet einen Stern. Wenn ihr kein Blatt Papier und keinen Stift habt, benutzt halt eure Fantasie. Und was ist das Ergebnis? Ein fünfzackiges Teil etwa? So erscheinen uns die Sterne, aber eigentlich sind sie kugelförmig, wie Planeten. Die Frage ist also, warum scheinen Sterne 5 Zacken zu haben? Entfernte Sterne sehen nicht nur für Menschen, sondern auch für super entwickelte Teleskope spitz aus. Das hat mit der Natur des Lichtes zu tun. Es ist eine einzigartige Sache, die sich sowohl auf geraden Bahnen wie ein Teilchen als auch wie eine Welle bewegen kann. Wenn Licht unterwegs auf etwas trifft, springen seine Wellen um dieses Objekt herum und biegen sich, wodurch Muster entstehen. Deshalb scheint jede Lichtquelle, wenn ihr eure Augen zusammenkneift, spitze Ecken zu haben. Warum 5? Eure Augen haben sogenannte Nahtlinien. Diese Linien befinden sich an den Verbindungsstellen der Augenlinsenfasern. Wenn das Licht also durch die Linse geht, trifft es auf diese Nahtlinien und erscheint euch wie eine Kugel mit 5 Armen. Übrigens, da eure Augen einzigartig sind, sehen die Sterne je nach Person etwas anders aus. Warum scheinen Sterne alle gleich groß zu sein? Betrachtet den Nachthimmel durch ein Teleskop und ihr werdet sehen, dass die Sterne nicht die gleiche Farbe und Helligkeit haben. Aber ihre tatsächliche Größe ist schwer zu erkennen, da man ein weit entferntes Objekt nur danach beurteilen kann, wie viel Platz es am Himmel zu belegen scheint. Einige Sterne können in der Tat gleich groß und gleich weit von der Erde entfernt sein, oder ein größerer kann weiter von uns entfernt sein als ein kleinerer, wir würden es aber nicht wissen, weil sie von unserem Bezugspunkt aus identisch aussehen. Okay, also, wie kann man den Abstand zu einem Stern berechnen? Kurze Antwort, die Parallaxenmethode. Nope, es handelt sich hierbei nicht um ein Abführmittel. Um zu verstehen, wie sie funktioniert, streckt euren Arm vor euch aus. Schließt jetzt das rechte Auge und legt den Daumen über etwas, das sich in der Ferne befindet. Okay, öffnet jetzt euer rechtes Auge und schließt das linke. Habt ihr bemerkt, wie sich euer Daumen ein wenig bewegt hat? Wenn ihr den Abstand zwischen euren Augen kennt und die Entfernung messen könnt, in der sich euer Daumen bewegt hat, könnt ihr berechnen, wie weit ein Objekt entfernt ist. Astronomen machen etwas Ähnliches mit Sternen, wenn sie sie von verschiedenen Positionen aus betrachten und den Unterschied messen. Wie bekommen Sterne ihren Namen? Altair, Aldebaran, Sirius, der Hundsstern. Die hellsten Sterne wurden vor Tausenden von Jahren benannt, als sie erstmals entdeckt wurden. Die größten Sterne in Sternbildern erhalten auch griechische Buchstabennamen in alphabetischer Reihenfolge. Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Heutzutage entdecken die Menschen dank der Teleskope immer mehr Sterne.
Jetzt gehen die meisten von ihnen in einen systematischen Katalog und erhalten Namen, die aus Zahlen bestehen, die die Position des Sterns am Himmel darstellen. Außerdem können einige Sterne Namen haben, die nur aus Buchstaben bestehen. Kann man einen Stern nach seinen Liebsten benennen? Ihr könnt tatsächlich ein Zertifikat von einer Agentur kaufen, aber dieses wird von Astronomen nicht offiziell anerkannt. Deshalb kann ein und derselbe Stern nach euch und einer ganzen Reihe von anderen Personen benannt sein. Wenn ihr diesen Plan wirklich durchziehen wollt, versucht einen Stern auf der Kuppel eines Planetariums gegen eine Spende zu benennen. Übrigens, wenn ihr einen Kometen, Asteroiden oder ein Objekt des Kuipergürtels entdeckt, könnt ihr ihm offiziell jeden beliebigen Namen geben, wie Wackadoodle oder so ähnlich. Was ist der häufigste Sternentyp? Rote Zwerge sind die typischsten Sterne in der Milchstraße. Sie sind ziemlich kühl, erinnert ihr euch an die Sache mit Farbe und Temperatur? Und nicht hell genug, um mit eigenen Augen gesehen zu werden. Sie brennen langsam und können über Billionen von Jahren an ihrem Sterntreibstoff nippen. Je älter sie werden, desto dunkler werden sie. Sie sind außerdem zweimal kleiner als die Sonne, die ein gelber Zwerg ist. Woher wissen Wissenschaftler, wie alt ein Stern ist? Naja, sie fragen sie, aber Sterne neigen dazu, nicht so über ihr Alter zu sprechen. Nein, ernsthaft. Da sie das Alter eines einzelnen Sterns nicht bestimmen können, schauen sich Astronomen Gruppen von ihnen, ihre Helligkeit und ihre Bewegung durch den Raum an. Dann vergleichen sie diese Daten mit einem Diagramm, das ihnen sagt, wie ein Stern in diesem oder jenem Lebensabschnitt aussehen sollte. In der Astronomie ist ein vor 2 Millionen Jahren geborener Stern noch ein Teenager. Das Durchschnittsalter eines Sterns in der Milchstraße liegt bei etwa 13,5 Milliarden Jahren. Also fast so alt wie das Universum selbst. Da gab es mich noch nicht, aber kleinere Sterne leben länger. Riesen sind hell, aber nicht langlebig, zumindest was Sterne betrifft. Sie verbrennen ihren Sterntreibstoff einfach schneller. Wie nutzen Menschen die Sterne, um zu navigieren? Polaris, auch bekannt als der Polarstern, wird euch immer zeigen, wo Norden ist. Und der Orion, der wie eine gebogene Sanduhr aussieht, wird euch in den Süden führen. Für eine fortgeschrittene Navigation benötigt ihr ein Tagebuch und müsst die Zeit im Auge behalten. Dann zeigt euch die Höhe eines Sterns, der einen bestimmten Meridian überquert, euren Breitengrad an. Natürlich kann ein Kompass oder ein GPS-Gerät die Dinge einfacher und präziser ausführen, aber ihr könnt immer noch versuchen herauszufinden, wo ihr euch befindet, so wie es vor Jahrhunderten der Fall war. Sind Sterne immer alleine? Etwa die Hälfte aller Sterne in unserer Galaxie sind Doppelsterne. Sie kommen in Paaren, die ein gemeinsames Gravitationszentrum haben. Es kann auch Systeme mit 3 oder 4, sogar mehr Sternen geben. Also, kurze Antwort, sie haben normalerweise einen oder zwei Freunde. Bestehen Menschen aus Sternenstaub? Aber sicher. Als sich das Universum bildete, gab es nur Wasserstoff, ein bisschen Helium und winzige Mengen von allem anderen. Die Sterne arbeiteten wie Kraftwerke, wandelten Wasserstoff in Helium um und als diese Sterne zur Supernova wurden, verwandelte dieses Ereignis Helium in Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Eisen und Schwefel. Alles, woraus wir Menschen bestehen. Man kann also wirklich sagen, dass es Elemente in uns gibt, die so alt sind wie das Universum. Junge, Junge, das haut mich jedes Mal vom Hocker. Hey, wenn ihr etwas Neues gelernt habt, dann gebt dem Video gerne ein Like und teilt es mit euren Freunden. Und hier sind noch einige andere Videos, die euch ganz bestimmt gefallen werden. Klickt einfach links oder rechts und bleibt bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.